Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6. Neue Tage sind angebrochen. Aber eine traurige Nachricht, ich habe gestern vergessen, die tägliche Login-Belohnung mitzunehmen. Das heißt, ich hänge einen Tag hinterher. Normalerweise wären wir jetzt hier schon bei Tag 17. Schande über mich. Ich wollte eigentlich noch was aufnehmen und dann dachte ich mir, ja, okay, ich warte mit dem Aufmachen bis zur Aufnahme, aber egal, ich mache jetzt jeden Tag so die Dingens auf Kiste, auch wenn ich nicht aufnehme. Oder selbst wenn ich aufnehmen sollte, ich mache jetzt immer die Kiste auf. Ganz gleich, was sonst noch kommt. So. Update 1.8 ist gekommen. Und mit diesem Update 1.8 wurden ein einziger Bug wurde, glaube ich, nur behoben. Und zwar, das hat sogar einer schon gemerkt, wenn man bestimmte Missionen abgeschlossen hat, hat man kein Affengeld bekommen. Hier oben rechts das. Und diesen Bug haben sie mit 1.8 behoben. Ja. Genau, was sie auch noch behoben haben, worüber sich viele gewundert hatten, die Geldversorgung. Es gibt hier die Kräfte, dass die Geldversorgung nur noch 80 kostet. Ist immer noch falsch. Eigentlich sollte da 180 stehen, denn in Wirklichkeit macht sie nur 20 günstiger und nicht 120. Aber interessanterweise ist die Bugbehebung bei mir immer noch nicht angekommen irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also bei einigen steht schon da, dass es 180 jetzt kostet. Ach so, ich bin auch doof. Hab's ja noch gar nicht geskillt. Hier normaler, also bei ihm hier wurde es dann angezeigt, wenn 180. Ja, ja, alles klar. Ja, das wurde quasi auch mit den letzten Patches behoben. Ninjaki hat einen neuen Blogpost veröffentlicht. Gucken wir uns gleich mal an. Und zwar haben wir erstmal heute noch eine easy Tagesausdauer. Kribus muss leicht Standard, kriegen wir noch einen Insta-Affen 000. Affenpfleger ist $20. Und ja, mir wurde gesagt, ich mach's mal so, wie es geschrieben wurde. Ja, mal ein bisschen. Bisschen auf eure Kommentare hier eingehen. Ich finde es gleich. Ich finde es gleich. So, Larry hat geschrieben, und by the way, die Challenge hat es voll easy, einfach nur 3 Sniper bauen, die irgendwie upgraden, man schafft es den Helden aber auch. So wie er es gesagt hat, mache ich das einfach. Mache ich das mal nur die Sniper, ich finde den ehrlich gesagt immer noch nicht gut. Naja, Sniper ist cooler. Mal Sniper. Just so fun Sniper. Nur Sniper. Kriegen wir hin, oder? Ja, schauen wir mal. So, schauen wir uns mal den Blogpost vom 29. Juni. Einen Tag alt bei mir. Und für euch. 3 Tage? Ich glaube, diese Folge seht ihr am 3. Juni. Platsch, 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 platsch. Oh mein Gott, sind die langsam, ey. Egal, die Sniper kriegen das hin. So, erstmal setze ich hier die 3 Sniper. Dum, 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 dum. Okay. We have released a few updates for BDE6 now, fixing bugs and getting things working smoothly while the first content update is being developed. Ach so, why the first content update is being developed. Also die arbeiten auf jeden Fall schon am Update, haben sie. Ja klar, fände ich auch doof, wenn es nicht tun würden. Ja. So. BTD6 nix, what's going on? Das wir, ja, die quatschen ja quasi die ganze Zeit gerade über BTD6, deswegen wird hier unten nichts kommen, aber das Interessante ist halt die Questions from the Comments. Das ist halt das Wichtige. So. Ich würde sagen, wir machen den oberen, unteren Zweig, wa? Bei 88, einer braucht ein Nachtsichtgerät. Will players that pre-ordered BTD6 get anything in future? Continue joy from playing BTD6 ist die Antwort. Also ihr habt ja durch das Vorregistrieren, man hatte keine Kosten, man
Das ist einfach nur eine Benachrichtigung über den App Store, glaube ich, gewesen. Im App Store ist es so, wenn du welche Beta-Apps hast und du dich für die vorregistrierst, dann kriegst du einfach eine Info, wenn die released ist. Und das ist hier genauso. Zu erwarten, dass man irgendwas bekommt, ist ein bisschen, naja. Also braucht ihr nicht erwarten. So, machen wir hier noch Schnellfeuer, würde ich sagen. Einige haben mich das eine Mal gefragt, warum ich denn den Sniper auf den beiden unteren mache, weil irgendwie hat das ja gar keinen Sinn. Wenn der Tamluns angreifen kann, ja nur so wenig Schaden macht. Aber das ist ja genau der Sinn. Wer Tamluns angreift, der soll gar nicht viel Schaden machen, der soll die Masse an Bluns killen. Weil die Tamluns sind in der Regel, ja gut, außer der DDT, klar, der ist jetzt ein Tarnmorb. Aber bis dahin habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Schaden. Wirklich, das ist exakt so, wie ich es haben möchte. Hier, der Tarnedecker, der soll genau das machen. Der soll schnell schießen, um die Masse an Bloons kaputt machen zu können. Ja? Der ist genau dafür da. Die Masse an Tarnbloons kaputt machen können. So, what's the cash drop price changed? Oh, okay. Also ich glaube, das Ding war doch richtig, dass man den $80 was da stand. Aber der Preis wurde geändert. Und zwar damals hat es halt schon mal 100 kostet die Kiste, jetzt kostet sie 200. Ich gehe mal einfach davon aus, die wird zu stark gewesen sein. Das ist so cool. Ah, ich werde ihn nicht hinsetzen, ich mache nur Sniper. Das ist keine BT6-Frage. Okay, also der Catch-Drop, das ist kein Bug gewesen mit dem, das ist wirklich so, dass es wirklich damals 80 gekostet hat mit der Kraft. Allerdings haben sie jetzt den Kosten auf 200 hochgesetzt und wenn du jetzt halt 20 weniger hast, also die Kosten werden einfach um 20 reduziert durch die Kraft, dann sind es halt 180. Ja. Gut, also die balancen ja noch eine ganze Menge, während, können sie ja vorher nicht wissen. Die balancen halt jetzt, soweit es geht. Und Gross Caliber. Schneller feuern. Ja, die sollen wir schön so machen. Immer auf den ersten ist okay. Das ist voll in Ordnung. So, haben die ja unten irgendwas Neues noch? Was, also irgendwas Interessantes in die Kommentare geschrieben? Top-Comment, All-Comment, gehen wir auf die letzte Seite. Okay, keine BT6-Posts. We've asked about Engineer, Bloon Chipper, Mortar und Dartling, but there's one more. Will the Beekeeper return? The Beekeeper? Okay, was ist denn ein Beekeeper? Schrapnell, schneller schießen. Oh mein Gott! Ich verliere Leben. Viel Leben. Oh, ich verliere Leben. Ist ja hässlich. Okay. Direkt erst mal 3 Stufen bekommen. Ach, oh, übel, ey. Richtig übel. Naja, brauchen wir erstmal mehr Schaden. So. Was macht denn das? Ach so, weil er keine Dings killen kann, keine Tarnbloons. Also ich will jetzt nichts auf das Ding aufzuballern. Bam, 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 bam. Ja, die Sniper an sich können leider die Masse an Bloons doch nicht killen. Voll uncool. Ich denke, ihn werde ich erstmal auf semi-automatisch bringen. Naja, hier müssen einfach einige Sniper, die müssen einfach die Masse an Bloons killen, ne? Sonst kriegst du das halt nicht hin. Du musst halt Massen killen können, sonst geht das, sonst funktioniert es halt aber nicht. Boom! Ah, da die haben auf den ersten gehen, alles gut. Achso, da klar, der ist natürlich gegen den ganzen immun. Gegen. Zack.
Gegen Explosion der rote, der schwarze Blumen. Großkaliber? Ja, aber. Zack. Der wird jetzt die meisten Popcorns kriegen, gehe ich mal von, wobei. Ja. Wird der, denke ich mal. Oh, Tarmloons. Wie hässlich. So cool, ey. Vollautomatisches Gewehr 4000. Kriegen wir noch hin? Mal gucken. Bestimmt. Okay, ja, die hat eine verübelte Beekeeper-Return. Was ist das denn? Er hat noch gar nie gesehen. Do friendly balloon exist? Die Frage, ob die freundlichen Balloons existieren. Ein freies Spiel. Alter, was der ballert, der Typ. Immer wieder 11 Schaden. Elite-Verteidiger. Ein verlorenes Leben verleiht diesem Scharfschützen beim Gegenstand für kurze Zeit vierfache Angriffsgeschwindigkeit. Da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Ja, Abwehr geschafft. Aber. Ja, denke, sieht ganz gut aus. Ach, wie das klackert, das ist immer ganz cool. Will BTG6 ever come out for free because I can't pay it? Er fragt dann, ob sie mal kostenlos rauskommt, weil er es nicht bezahlen kann. Will more information ever be available within BTG6? Things like special mode explanations, what Athletic Round does and what Chimps is, highest free play leaderboards, some indicator of where the daily change is. Finding out these things and so. Also halt die Frage, ja klar, das wäre schon ganz interessant zu wissen. Was diese Modis alles bewirken, zum Beispiel alternativen Runden. Ne? Dass irgendwas dasteht, dass, keine Ahnung, also, oder hier. Chimps. Also, man kann sich, klar, man kann sich denken von den Bildern her, aber so eine richtige Information wäre natürlich viel geiler, finde ich. Darum hat er gefragt. Ah, das will ich ganz genau machen, die Scharfschütze. Ja. Genau, das war in dem Blogpost heute zu lesen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wird auf jeden Fall ganz gerne für Elite Scharfschützen skillen. Zack. Müssen natürlich immer öfter mal die Kiste hier runterhauen. Damit wir auch ein bisschen mehr Kohle kriegen. Spätestens gegen die DDT haben wir ein Problem, weil wir ja nur einen Tarnsniper haben. Da ist das Problem. Verloren. Ja, war eine schöne Runde. Okay, erledigt. Einen neuen Insta-Affen bekommen. Und das Update 1.8 erklärt. Ninja Kiwi Blogpost durchgegangen. Cool. Gut, meine lieben Freunde, würde ich sagen, kurze kleine Pause, schauen wir, wie viele unsere Sniper jetzt an Erfahrung haben. 88 auf 500, das ist jetzt nicht so viel, aber wir kriegen schon ein bisschen mehr noch. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao, ciao.